Leute, heute wird's interessant. Wir sind in einem Museum, aber nicht in irgendeinem Museum. Wir sind im Erwin-Hümer-Museum und wir sind mega gespannt und ihr auch, deswegen bleibt dran. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Herzlich willkommen bei Erwin-Hümer-Museum. Erleben Sie auf den Routen unserer Traumstraße die ganze Welt des mobilen Reisens. Hier sind wir richtig. Ach, guck mal, hier oben gibt es schön Fotos. Servus in den Alpen. Der Berg ruft. Das ist ja eine kleine Büchse hier. Das ist ja riesig hier. Auf die Gipfel. Hier vorne haben wir einen schönen Opel. 1929. Das ist natürlich nicht Ewigkeiten schon her. Mops und der Kleine sind schon vor. Hier soll es nämlich auch ein Spielemobil geben. Ganz interessant. Volkswagen Käfer. 1952. Ja. Ich denke mal hier, ich bin jetzt recht jung, sage ich mal. Ich kenne mich jetzt hier echt nicht so ganz aus. Da kommen natürlich einfach Kindheitserinnerungen oder vielleicht hat Mama und Papa, sag ich mal, irgendein Fahrzeug hier gefahren. Ein Kadett haben wir hier. Ja, da war noch alles recht manuell so weiter. Ja, da hinten sind die beiden. Bob spielt hier schon. Ja, das ist was für den Kleinen hier. Aha. Macht ihr gerade ein Lied, Mops? Und hier für einen Kleber auf dein Shirt. Aha. Das sollten wir dran machen. Ja klar. Wir sind Autozigeuner. Ja, wir sind digitale Nomaden. Habe ich letztens gehört. Wow. Ja, ich denke mal, hier so rangehen kann man. Ein richtig großes Schiff. Also, ja, das kennt man von früher aus den Filmen. So diese Holzoptik auch. Ich filme mal rein. Oh, ein schönes Bett. Oh, gemütlich sieht's ja aus. Richtig altes Werkzeug hier. Mhm. Motor und Sport. Oh, hier ist ein Gästebuch, Mops. Oh, cool. Bitte lang. Da schreiben wir doch mal rein und verewigen uns, ne? Ja, in dem Gästebuch hier, ne? Schreibt Mops dann schönen Text. Ja. Oh, Mian Marchese, was ist denn da drin, Mian? Ist da was drin? Auch eine Glocke? Ja, da kann man dran schütteln, ne? Da unten ist auch was drin. Mian, du hast ja auch so einen Aufkleber da auf deinem T-Shirt. Oh. Oh, mit dem Kopf geht's auch, ne? Ja, hier haben wir Mops Text. Ich zeig ihn euch mal ganz kurz. Das ist ja mal nett. Ja, das ist natürlich auch fantastisch. Ja, also hier gibt's wirklich für den Kleinen auch immer wieder so Möglichkeiten zu balancieren. Mops ist gleich mit dabei. Hier haben wir Mercedes-Benz. Ja, und damals gab es wohl auch echt schon den Stern hier oben drauf. Das war eine gute Entscheidung. Das war so ein gewisses Markenzeichen vom Benz. Ja, hier geht es auf die Italienroute. Traumziel Adria. Oh, da hinten sind wohl die Chefs. Geht Mops auch schon gucken. Hier sind sie alle, die Pioniere, alle versammelt am Tisch. Oh, hier ein Studentenspezial. Ja, hier ist eine Tür, ein Eingang. Gehen wir mal hier rein. Oh, eine Standliege. Darf man sich jetzt hier hinsetzen? Hey, erst rein, das ist doch genau was für dich, Mops. Komm, mach auch mal hier eine Rutsche. Was für die Mädels. Euch vielleicht auch. Ja, klar. Ja, hier lernt man ja richtig was. Hier haben wir einen Eriba. Ja, so sah das früher aus, ne? Für uns heute unvorstellbar. 5 Schritte zu ihrer Postkarte. Ja, genau. Man kann hier nämlich Postkarten machen. Kann man sich hinstellen. Ich glaube, an 4 Stationen geht das. Und dann kann man sich hinterher eine Postkarte machen lassen. Ganz interessant. Ja, wir als Beamer-Fans sind ja hier total richtig. Da ist er.
Ein BMW in groß. Habe ich noch nie gesehen. Astrein. Na, wir gucken mal hier rein, eine Leiter. Konnte man hoch. Schöne runde Sitzecke. Jetzt geht's nämlich los. Da ist die erste Spielestation für den Kleinen. Das ist natürlich echt praktisch. Ja, komm, Mian. Jetzt kannst du uns mal was zeigen. Das hier ist das Spielemobil. Mops geht jetzt natürlich auch mal rein. Der Kleine wartet hier schon auf Mops. Da kommt sie. Na gut, dass ich da nicht drin bin. Aua, aua, aua. Hier sind so runde Hölzer. Oh. Und hier gibt's die Belohnung. Die Rutsche. Ich hab's geschafft. Willst du vorwärts runterrutschen? Jawohl. Oh. Illo, das Spielmobil könnten wir hinten dran machen. Dann müssten wir nur eine Anhängerkupplung haben. Ach, da brauche ich neue Knie, ey. Das ist ja eng da unten, ne? Ich muss ja natürlich rein. Hier haben wir sowas. Das sieht ja wirklich hier nach der 70er Jahre aus, oder was? Ich vertue mich wahrscheinlich. Das ist der Campingbus. Auch ein Otto Viertakter. Leute, guckt euch mal den Preis an. 6.600 Mark. Stellt euch das jetzt mal in Euro vor. Es wären ja eigentlich 3.300 Euro. Aber viele von euch, oder wir sagen ja auch mittlerweile, der Euro ist quasi einfach nur gewechselt zum D-Mark-Zeichen. Dann sagen wir jetzt mal 6.600 Euro. Das wäre doch ein Schnapper. Da vorne habe ich den Mercedes gesehen. 14.000, lass mich nicht lügen, 600 D-Mark. Das Ding ist heute, weiß ich nicht, wie viel wert. Man hätte den richtigen Riecher haben müssen, das Ding irgendwo wegstellen und dann hast du ausgesorgt, ne? Kannst ja heute deine Trusco wegstellen. Genau, aber wir brauchen ja ein Fahrzeug. Hier ist die nächste Fotoposition. Ach, ich weiß gerade gar nicht, was ist denn das hier? Irgendwelche Tempel wahrscheinlich? Ich hätte mal lesen müssen, aber vielleicht habt ihr auch eine Idee. Schreibt es mal in die Kommentare. Sieht auf jeden Fall echt interessant aus. Na, Mops, jetzt geht's hier los, ne? Ha? So. So blau-weiß. Gibt's auch eine schwarz-gelbe hier? Ja, auf jeden Fall sauen sie uns mit unseren Zuschauern, wenn sie auf Fußball eingehen. Nein, Fußball ist ja nebensächlich. Nicht mehr interessant, ne? Ist gemütlich. Sagen wir schon manchmal, boah, wer weiß, wie viel das Ding schon auf dem Kopf hatten. Kannst du dir die Haare waschen? Genau. Ein großes orangenes Teil. Schwarze Vorhänge. Oh, was ist das denn hier? Hier wird es ja richtig indisch, oder vertue ich mich? Ah, da ist der Buddha. Der Buddha. Ach, guck mal. Ja, ein Elefant ist das, glaube ich. Vielleicht doch gar nicht der Buddha. Ich vertue mich bestimmt wieder. Sieht aber sehr interessant aus. Herr Mops, das macht doch Lust auf Asien, oder? Ja, ne? Hier mal was in Sachen Design. Vom Reißbrett zur neuen Modellgeneration. Naja, so wird Design, ne? Wahrscheinlich genau so hier, ne? Wird das irgendwie fertig gemacht, geguckt, ah, da und da, machen wir dann einen Strich oder sowas, ne? Wir haben ja auch bei uns auf dem Etrusco haben wir so schöne Striche und dann wird das bestimmt so gefertigt, ne? Oh, hier gibt es Türgriffe, hier gibt es wirklich alles, Muster und so weiter. Alkoven, Caravans, integrierte Reisemobile. Ich vermisse gerade so ein bisschen unseren Teilintegrierten, aber den haben wir ja, den könnt ihr bei uns sehen. Da fühlt sich doch einer hier daheim, oder? Ostsee-Feeling. Wir waren auch schon an der Ostsee. Ein Stück Freiheit am Meer. Ja, ich habe einen Arbeitskollegen, der bleibt nicht im Ruhrpott nach der Rente. Der sagt auch, ne, Ausland hat er viel gesehen. Er will in die Heimat an der Ostsee. Und da will er alt werden, ne? Schöner Gedanke auf jeden Fall. Was verbirgt sich denn hier drin? Ach, da kann man dann reingucken bestimmt. Oh, hier gibt's Geräusche. Wahrscheinlich sind wir hier unter Wasser. Ich guck mal, ob wir zusammen irgendwie reingucken können. Oh, also ein bisschen kann man was sehen. Da sind wir unter Wasser hier richtig.
sieht man mehrere Bilder. Oh, was ist das denn? Eine Robbe. Na komm, tauchen wir mal wieder auf. Raus hier. Oh, Marokko. Ja, wir sind ja im Winter, sind wir auf den Kanaren. Hab mir schon überlegt, sollen wir dann einfach mal rübersetzen nach Marokko? Ach, wären wir nicht so Schisser, würde ich direkt sagen, ja klar, machen wir. Und ich hatte auch geguckt, ne, also auf der Landkarte. Ich glaube, man könnte direkt oben an der Küste, könnte man lang reisen. Es ist erstmal ein Gedanke, aber ja, irgendwie hat man doch ein bisschen Sorge. Ja, was passiert da irgendwie so? Ist man dann doch schon ganz weit weg? Aber an der Grenze der Welt will man ja doch schon irgendwie hin. Oh, hier ein Bürstner. Mhm. Ne, das sieht gut aus hier. Taunus Ford. Mhm. Ford sind wir auch gefahren. Können wir euch gerne mal hier verlinken. Und Detlefs. Klar, Detlefs. Wir hatten ja auch einen Wohnwagen Detlefs. Ne? Also das war irgendwie unsere erste Station, wo wir uns gleich wohlgefühlt haben. Den wir auch nur empfehlen können. Oh, hier ist ein Benz. 200. Na, was haben wir denn hier Schönes? Ist es wieder so eine Spielestation, vermute ich erstmal hier für den Kleinen? Ja, ja, das sieht ganz danach aus. Das ist ja echt schön. Direkt hier runter, kann er wieder irgendwie mal gucken. Oh, hier ist ein Bällebad. Wir waren doch erst im Bällebad. Aber da ist noch ein. Genau, machst du schön, dass du die Schuhe erst ausziehst. Ja. Ach, da liegt jetzt auch was drauf. Der Kleine ist jetzt da vorne im Spieleparadies. Mein Mops ist hier schon vorgegangen. Ich bin mal gespannt. Ach, guck mal, da ist er wieder. Ach, ich glaube, wir müssen nach Marokko. Das ist ja hier schön gemütlich. Ja, hier hinlegen, bisschen was gucken. Ganz schön viel Sand, oder Mops? Das ist orientalisch, ne? Ja, ist wirklich orientalisch. Oh, was haben wir denn hier? Schönes Gestell, Technik. Ach, ja, da werden die Augen größer jetzt. Vorne ist schon ein Flugzeug. Ein Käfig aus Metall. Ja, früher war das bestimmt so Metall. Ich weiß ja jetzt auch nicht genau, wie ist so ein Teil aufgebaut. Mhm. Das sieht ja nicht schlecht aus. Ich weiß gar nicht, was das alles hier ist. Hier ging es Thema Heizung wahrscheinlich los. Der Wohnwagen als Skihütte. Ja, wir waren ja noch nie im Schnee mit dem Teil. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz, ob wir das wollen. Ja, aber wir sind ja für alles offen, sag ich mal so, ne? Ja. Bizarr, kurios, genial. Wie ist das Hümermobil? 1973. Ja, da haben die Preise dann auch schon angezogen. So langsam. Aber da hat man ja auch wirklich was Großes bekommen. Ja, die Tür steht auf. Oh. Ich glaube, da wird Mops gleich meckern beim Innendesign. Aber so war es natürlich früher, ne? Ihr kennt es doch noch. Oder kennt ihr es? Ja, auf jeden Fall wurde damals schon was getrunken, ne? Schön gespielt. Oh, ab nach Nordamerika. Hier ist Vorsicht geboten. Hier könnte natürlich auch ein Bär irgendwo sein, ne? Natürlich jetzt nicht hier im Museum, aber naja. Route 66, jeder kennt sie. Und das Ding, ganz ehrlich, das sieht nach Amerika aus. Also sofort, könnte auch irgendein Imbiss sein oder sowas. Leute, jedem von euch kommt vielleicht dieses Fahrzeug irgendwie bekannt. Von mein erster Gedanke war, nur die Liebe zählt. Kennt ihr die Sendung noch mit Kai Pflaume? Der war da auch mit dem Caravan unterwegs und hat dann irgendwie Leute verkuppelt. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, direkt nur die Liebe zählt. Das ist natürlich nochmal eine andere Nummer mit einem Wohnmobil oder mit einem Reisemobil. Hier rumzureisen, hier vor Ort zu sein, es kommt dann ja schon fast vor, wie vor Ort zu sein. Das ist echt schick. Gucken, was hier so drin ist. Hm, da sieht man schon was. Hey. Da erinnere ich mich an Bonanza oder Winnetou. Jemand schwingt das Lasso. In den Schnee. Denn den Schnee wollen wir natürlich nicht. Aber Skandinavien interessiert uns. Oh, das sieht wirklich das erste Mal hier nach dem Wohnmobil wirklich aus. Gut, klar, gerade der Hümer. Und da war Detlefs wahrscheinlich ab 86. Ja, da war ich noch nicht mal auf der Welt. Da war ich noch ein
guter Gedanke wahrscheinlich. Hier haben wir einen Hümer 84. Gucken wir mal, was hier ist. Polarlichter. Vorsicht vor dem Wolf hier. Vorsicht vor dem Wolf. Hallo, ich habe eine Idee. Weißt du was? Wir machen jetzt hier einfach ein paar Aufnahmen, drehen ein Video und dann sagen wir, wir waren dort gewesen. Nicht schlecht. Ja, guter Gedanke, ne? Ja. Hier können wir uns die Kälte sparen. Hallo. Ach, das ist ja auch nicht schlecht. Kann gleich auf See stechen oder in See stechen. Ein Citroën. Und so schnell geht es dann hier in die Atlantikroute. Was haben wir denn hier? Oh, vorne an der Stange sind ja die beiden. Der Kleine, der braucht keine Stange. 1983, Nils Mann Bischofs auf Mercedes. Was haben wir hier? Wieder ein Hümer. 1993. Ja, das ist ja, so langsam kommt das Aquarium hier raus. Hier hinten ein bisschen was. Ah, und hier ist die nächste Fotostation. Ich bringe uns mal ein bisschen näher ran. Das ist doch natürlich ein Feeling jetzt hier. Ha? Ihr gerade eben hier oder du. Ja, zukunftsorientiert denken. Wir sind im Hier und Jetzt und jetzt leben wir unser Leben und träumen oder leben den Traum. Wir leben auf jeden Fall unseren Traum. Wir haben es wahr gemacht. Ich kann mal hier reingucken. 2021er Modell. Das sieht doch gut hier drin aus. So kann man doch Urlaub machen oder auch leben. Ich kürze mal jetzt hier einfach ab. Hier gibt es noch schön hier vorne eine Bühne. Kann man sich angucken. Reiseziele. Ja, also ich bin ganz ehrlich, Leute. Gibt es die Möglichkeit für mich auf dem Mond oder diesen Planeten hier zu verlassen oder mal von oben auf den Planeten zu gucken? Ich wäre dabei. Aber Mops hält den Finger drauf. Die hat gesagt, das machst du nicht, das geht nicht und das will sie nicht. Ich würde es trotzdem machen. Einmal die Welt von oben sehen. Ja, und ich habe da so einen Song, der ist schon ein bisschen älter, aber den möchte ich euch gerne jetzt mal vorstellen. Weil der beschreibt nämlich genau dieses Denken. Ich wollte schon immer mit Rakete hoch ins All hinaus. Ich will es sehen, wie sieht die Welt nur von dort oben aus. Ich bin ein Träumer, guck, ich hab das Peter Pan Syndrom. Für immer jung im Kopf, wo tausende von Fragen wohnen. Sky is the limit, ja für manche, aber nicht für mich. Ich bin ein Nimmersatt, für den es keine Grenzen gibt. Und steh ich nachts an einer Ampel, wo echt niemand ist. Und zeigt sie rot, dann fahr ich los, weil dort ja niemand ist. Ja, Mops, ich bin immer noch am Fliegen, ne? Ihr hört's im Song, ich bin Nimmersatt. Ein kleiner Junge so gesehen im Kopf, ja, und das war ein schönes Erlebnis für uns alle, also für jung, alt, groß, klein so gesehen. Und ja, vielleicht habt ihr mal Lust, hier vorbeizuschauen. Wir fanden es hier sehr interessant. Der Kleine hat hier auch ein paar Möglichkeiten. Hier am Ausgang kann man auch noch irgendwie was trinken und essen, glaube ich. Und dann gibt es da auch noch so einen kleinen Souvenirshop, wie ich das gesehen habe. Und die Kinder können auch noch mal hier vorne am Tisch malen. Schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Elo und Mops. Wir freuen uns jedes Mal am nächsten Tag um 18 Uhr. Bis dann. Tschüss. Tschüss.